an vielen Stellen Feldsalat und Winterportulak stehen lassen, einfach zum Aussamen. So habe ich im Herbst ohne extra Arbeit direkt wieder Bodendecker und natürlich im Winter Salat. Hallo und willkommen bei Garten und Hühnerliebe. Mein Name ist Tamara und heute ist der 22. Mai, 26 Grad. Und jetzt zeige ich euch, was im Garten los ist. Ich war ein paar Tage weg bei ganz lieben Freunden in München. Und auf jeden Fall ist hier in den Tagen gefühlt alles explodiert. Ja, und das Gemüse, das tut sich dieses Jahr irgendwie schwer. Also die letzten Jahre war halt alles sehr viel früher. Und naja, ich zeige es euch einfach mal. Ja, hier seht ihr Winterbohnen oder Winterkefir. Winter wird das auch genannt. Es sind zwei verschiedene Sorten, die hier stehen. Ich weiß nicht, erkennt man wahrscheinlich jetzt gerade nicht so gut. Also es sind zwei Sorten. Die wachsen auch ganz gut. Es sind auch Blüten dran. Im Gewächshaus habe ich auch zwei stehen. Die sind schon fast soweit fertig. Zeige ich gleich noch. So, hier hinten im Gewächshaus habe ich auch noch. Und da kann ich eigentlich schon ernten. Es sind leider nur zwei Pflanzen. Aber ich glaube, ich werde die im Herbst wieder hier reinsetzen. Also es lohnt sich schon. Weil wenn die dann erntereif sind, wie jetzt, kann man dann die Tomaten hier reinsetzen. Beziehungsweise die Tomaten stehen ja jetzt schon da, aber die brauchen noch nicht viel Platz. Und bis dahin sind die hier reif, die Früchte. Hier seht ihr den Winterportulak, der zum Aussamen dasteht. Ja, es braucht dieses Jahr alles ziemlich lange. Aber ich habe da unten schon Stangenbohnen hingepflanzt, die schon fleißig am Wachsen sind, wie ihr seht. Und die habe ich da um dieses Gerüst drumherum gepflanzt. Und wenn dann der Salat ausgesamt hat, haben die Bohnen genug Platz, da am Gerüst dann hochzuklettern. Da sind Mairüben. Rucola-Salat, wie jedes Jahr. Der fühlt sich auch pudelwohl hier im Garten. Hier meine lecker Zitronenmelisse. So, und bei mir tut sich der Kohl dieses Jahr echt schwer. Die sind nämlich echt noch ganz klein, die Pflänzchen. Das ist jetzt zum Beispiel Blumenkohl. Aber insgesamt habe ich das Gefühl, dieses Jahr mit dem Kohl, es ist schwierig. Da sind auch noch mal ein paar Pflänzchen. Worüber ich mich sehr freue, über das Maggikraut. Das versuche ich nämlich auch schon seit 2 Jahren mit dem Maggikraut. Und irgendwie ist das immer nicht so wirklich was geworden. Und dieses Jahr habe ich mich echt sehr gefreut, wo ich dann gesehen habe, okay, letztes Jahr scheint er sich doch dann ausgebreitet zu haben ein bisschen. Und hier wächst jetzt das gute, echt heilsame Superkraut, das Maggikraut. So, Schnittlauch fängt auch schon an zu blühen, hat schöne Blüten. Ich habe aber schon einiges geerntet und eingefroren. Und ja, ich lasse es wieder aussamen. Und so ist das jetzt auch für mich eine Permakultur, um die ich mich nicht kümmern brauche. Ihr seht hier zum Beispiel, da stehen auch noch einige Knoblauchpflanzen. Und ja, und drumherum hat sich halt der Schnittlauch ausgesamt. Und so ist das im ständigen Kommen und Gehen. Alte Pflanzen vergehen dann irgendwann. Aber die neuen sind schon da. Und da tue ich keinen Finger mehr für krumm machen. Das macht sich von alleine. Hier sind Radieschen. Daneben hatte ich Bohnen reingesetzt, wo nicht eine von gekommen ist. Ich habe noch mal nachgesetzt. Ja, mal schauen, ob da was kommt. Ich habe jetzt aber auch einfach mal ein Töpfchen Bohnen gesetzt, um zu prüfen, ob es sowas wird. Ja, und die Bohnen in den Töpfchen, die sind angegangen. Und hier habe ich noch mal Kohlpflanzen ausgesät. Da ist aber bisher nur ein Pflänzchen. Also, wie gesagt, der Kohl tut sich irgendwie schwer dieses Jahr bei mir. Und dann habe ich hier noch rote Beete. Die kommt jetzt raus. Ja, dann sehe ich gerade hier, da sind zwei Tomatenpflänzchen, die von alleine gewachsen sind.
Ich glaube, die lasse ich auch wieder stehen. Mal schauen, so wie letztes Jahr. Auf die rote Beete freue ich mich schon wieder, auf das Einlegen. Ich liebe rote Beete eingelegt. Weitere Tomatenpflänzchen, die auch sich von alleine hier reingesetzt haben, beziehungsweise die von alleine gewachsen sind, weil ja genug Samen auch in der Erde drin waren, Tomatensamen. Ich finde das ganz gut so. So, hier auf der Fläche habe ich auch ausgesät. Nichts von dem, was ich ausgesät habe, ist gekommen. Da steht auch noch Gewürzfenchel zwischen. Aber von dem, was ich hier ausgesät hatte, ist nichts gekommen. Da ist ein bisschen Wildwuchs, aber das war es dann auch schon. So, hier seht ihr der Knoblauch, der ist mächtig groß geworden. Ganz so lange braucht er nicht mehr bis zur Ernte. Und der nächste ist schon am Nachwachsen. Also Knoblauch ist dieses Jahr recht gut am Wachsen. Ja, dann seht ihr hier der Knoblauch vom Frühjahr. Der ist natürlich kleiner als der da. Und der wird dann Richtung Herbst erntereif sein. Es steht noch mehr Knoblauch im Hochbeet auf der anderen Seite. Da steht noch mehr Knoblauch. Und da ist überall, sind da noch verschiedene Salate zwischen. Das ist kein Problem. Hier wächst der Stielmus. Und ich werde es nicht noch mal probieren. Das ist das zweite Jahr, dass ich das mit dem Stielmus probiere. Aber der fühlt sich hier wahrscheinlich nicht ganz so wohl oder geht hier nicht ganz so gut an. Denn auch der fängt wieder viel zu früh an zu blühen. Ist noch gar nicht ausgewachsen. Also so, dass er erntereif wäre und es kommen schon Blüten. So, das habe ich jetzt 2 Jahre ausprobiert und sage mir jetzt, nein, meine Gegend, mein Garten ist halt dafür nicht so gut geeignet. Ist schade, ich mag Stielmus nämlich super gerne. Aber es ist so, da setze ich lieber Pflanzen hier rein, wo ich weiß, es funktioniert gut. Hier steht auch noch ganz viel Salat drin. Ich habe da jetzt aber schon Tomatenpflänzchen mit reingesetzt. Der Salat stört nicht. Ich werde mir heute was pflücken zum Mittagessen, so dass die Tomaten ein bisschen freier stehen. Der Salbei geht auch in Blüte. Da habe ich auch schon einiges von abgeerntet und zum Trocknen aufgehangen. Das brauche ich das ganze Jahr über für Tee, aber auch für die Hühner. Und ja, als Kraut kann man es auch nutzen. Auch der Salbei, um den brauche ich mich nicht kümmern. Es sind immer neue Ableger da. Ich mache dann immer wieder alte raus und die neuen frischen bleiben stehen. Ja, ist immer ein gutes Stück vom Hochbeet belegt, vom Salbei. Da steht ein Hokkaido. Mitten in meiner Wiese. Ich betone Wiese. Ich zeige mal kurz. Wiese ist halt viel besser als Rasen. Da habe ich schon mal ein Video zu gemacht. Ich brauche halt auch Grünzeug für meine Hühner. Außerdem ist es viel, viel besser für die Insekten. Und jeder möchte Insekten im Garten haben. Zumindest, wenn man einen gut funktionierenden Garten haben möchte, wo auch bestäubt werden muss. Es ist schon sehr sinnvoll, dass viele Insekten da sind. Worüber ich traurig bin, meine Tochter hat mir zum Muttertag diesen Feigenbaum geschenkt. Und jetzt bin ich nach den Tagen nach Hause gekommen, also gestern wieder nach Hause gekommen. Und sehe, der sieht echt übel aus. Ja, und habe festgestellt, dass da gelbe Ameisen unten an den Wurzeln sind. Die haben mir schon mal einen Baum kaputt gemacht, einen Pfirsichbaum. Ja. Jetzt versuche ich, was gegen die Ameisen zu machen, weil es echt schade, ich wäre echt traurig, wenn der nicht überlebt, der Baum. Und im Kompost wächst auch noch ein Hokkaido-Kürbis. Ja, mein Pfirsichbaum, der ist leider schon wieder krank. Und ich glaube, ich mag das jetzt nicht mehr machen, dass ich mich da so bemühe,
ja, dieses Jahr sage ich mir, entweder er schafft es oder es kommt da ein neuer Baum hin, weil das irgendwie wenig Sinn macht. Ihr seht hier, erstmal hat er kaum Blätter. Und was an Blättern da ist, sieht vieles nicht gut aus. Ja, mein Hügelbeet, wie ich schon angekündigt hatte, ich werde hier wieder mehr Blumen wachsen lassen, weil das mit den Kräutern nicht ganz so gut funktioniert. Es sind aber noch genug Kräuter da oben. Es ist alles so ein bisschen gemischt jetzt. Die mir wichtigen Kräuter, die halte ich auch frei, so dass ich die noch gut sehe, dass die genug Raum haben. Aber ansonsten habe ich hier wieder mehr Blumen wachsen lassen. Ich hatte noch genug Saatgut, was ich von den ganzen Blumen genommen habe die letzten Jahre. Und ja, es ist wieder ein Blumenhügel. Und wenn dann hier alles blüht hinter mir, das ist wunderschön. Ja, das ist jetzt das Hügelbeet hier. Und da seht ihr zum Beispiel Lavendel. Verschiedenes Estragon steht hier zwischen den Blumen. Aber doch so, dass es noch genug Platz hat. Dann habe ich hier Gewürzfenchel. Unter dem Gewürzfenchel ist nochmal Estragon. Da wächst eine mauretanische Malve. Ich liebe diese Blumen, die man übrigens auch essen kann. Und da ist Oregano. Also ist schon noch genug Platz hier oben auch für die Kräuter. Aber hier werden auch ganz viele Blumen aufgehen. Ja, dann ist hier auf dem Hügelbeet noch Pfefferminze, weiterer Oregano am Rand, da wo die Bäume stehen. Liebstöckel, also Maggikraut. Sogar Erdbeeren finden sich hier oben. Salbei ist auch noch hier. Ja, im Gewächshaus habe ich mittlerweile auch Tomatenpflanzen. Das wird jetzt langsam. Und wahrscheinlich habe ich wieder zu viele. Dann da hinten ist Feldsalat, der jetzt aussamt, damit ich hier auch im Winter wieder Salat im Gewächshaus habe. Und auch Winterportulak zum Aussamen. Ja, hier habe ich weitere Bohnen, die ich dann auch in Voranzucht gemacht habe, weil es eben im Hochbeet irgendwie überhaupt nicht funktioniert hat. Und genauso hier Kohlpflänzchen. So, der Spinat, der samt dann auch bald aus. Dazwischen stehen aber auch schon Tomatenpflänzchen. Ich hoffe, ihr seht es. Da steht schon ein Tomatenpflänzchen, die habe ich da schon hingesetzt. Der Spinat stört die nicht. Und wenn der Spinat ausgesamt ist, dann kommt er da weg. Wie sieht es bei euch denn aus mit Paprikapflanzen? Also die wollen bei mir überhaupt nicht. Ich habe zweimal es probiert. Jetzt sind hier gerade mal drei Pflänzchen. Und ja, mal schauen. Vielleicht ist das auch nicht das optimale Jahr für Paprika. Weil das habe ich schon öfter festgestellt, wenn die Samen so nicht aufgehen wollen zu gewissen Zeitpunkten, dass es auch dann meistens nicht das passende Jahr für die Pflanzen ist. Aber ich werde sehen, ob sich das hinterher bestätigen wird. So, dann Aubergine. Habe ich auch schon zweimal probiert. Direkt im Boden. Ich meine, gut, es ist noch nicht so spät im Jahr. Aber tatsächlich auch hier in versuchter Voranzucht ist nur ein einziges Pflänzchen. Und ich habe überall immer drei, vier Samen reingemacht. Aber
Die wollen nicht. Da seht ihr das Beet, was komplett überwuchert ist, wo ich in eins der letzten Videos schon gesagt habe, hier wird es nur noch ewigen Kohl geben. Dann zum Beispiel hier den Oregano. Ja, zudem so Sachen wie Spinat, Salat, weil alles andere tut sich hier schwer, weil hier nur Schatten oder sehr viel Schatten ist. Jetzt gerade ist auch Schatten. Auf dem anderen Beet ist Sonne. Da kommt wesentlich mehr Sonne hin. Der Spinat, der jetzt noch hier steht, den lasse ich aussamen. Dazwischen habe ich schon zum Teil Kartoffeln gesetzt. Das wollte ich mal ausprobieren hier hinten noch. So, hier habe ich Kartoffeln reingesetzt. Mal schauen. Und dazwischen auch. Einfach mal ausprobieren. Hier habe ich es jetzt auch das zweite Jahr nochmal mit Schwarzwurzeln probiert. Und es ist gar nichts gekommen. Ich warte mal noch ab. Aber es sieht nicht gut aus. Und ich glaube, das werde ich genauso wie den Stielmus dann lassen und gar nicht mehr ausprobieren. Ja, hier hatte ich Möhren ausgesät. Hatte mich dann aber vertan. Und dachte, ich hätte was anderes hingesät. Leider. Deshalb nicht täglich gegossen, was man ja bei der Aussaat von Möhren eigentlich machen sollte. Und deswegen sind nur sehr wenig Pflanzen aufgegangen. Ich habe dann nochmal neu ausgesät. Muss auch gleich dringend gießen. Da steht auch Feldsalat zum Aussamen, weil ich da jetzt noch keinen Plan hatte, was da noch hinkommt. Da steht aber auch Knoblauch zwischen. Das ist ein spezieller, eher wilder Knoblauch. Mal schauen. Und den habe ich hier an anderer Stelle auch noch mal stehen. Und ja, mal gucken, wie der so wird. Ja, dann habe ich hier noch Kohlrabi neben dem Feldsalat. Da ist ein bisschen was von aufgegangen. Muss ich hier noch ausdünnen. Ja, hier stehen mehrere Pflänzchen an einer Stelle. Das mache ich heute noch. Da stehen auch Kohlrabi drunter. Und der Feldsalat sahmt bald aus und dann kommt das weg. Und dann hat der Kohlrabi auch schön Platz. Da, wie gesagt, nochmal dieser wilde Knoblauch. Hier sieht man noch ganz, ganz klein Lauch, den ich ausgesät habe. Ja, steht einiges da, aber man sieht es halt sehr schlecht. Hier steht auch noch Asia-Salat, auch zum Aussamen. Die Bienen freuen sich gerade sehr darüber. Es ist auch für mich in Ordnung dieses Jahr, dass die Pflanzen, die sich aussamen sollen, so viel Platz einnehmen. Weil ich habe echt noch vom letzten Jahr einiges eingefroren und eingemachtes vom letzten Jahr. Also wir haben das noch gar nicht verbraucht, was ich alles letztes Jahr geerntet habe. So, das Hochbeet Nummer 2. Das sind die Winterheckenzwiebeln, die jetzt Blüten bekommen. Da brauche ich mich nicht weiter drum kümmern. Es kommen jetzt auch langsam Erdbeeren, die sich entwickeln. Hier oben ist alles voll Erdbeeren. Also über die ganze Fläche. Bis hinten hin sind Erdbeerpflanzen. Verschiedene Sorten, die ich euch aber jetzt nicht benennen kann. Ich weiß es halt nicht mehr. Hier in der Ecke sind auch nochmal Erdbeerpflanzen. So, und weil ich noch Platz hatte und noch Knoblauch über hatte, sind ja noch ein paar Knoblauch nachgesetzt worden. Einfach nur so, weil ich nicht wusste, was ich da noch hinpacken soll. Dieser Platz hier ist eigentlich reserviert für Auberginen, aber so wie es aussieht, wird das dieses Jahr nichts mit den Auberginen bei mir. Sonst müsste ich halt fertige Pflanzen kaufen, weil ich weiß nicht, ob ich das machen werde. Jetzt bin ich gerade ein bisschen enttäuscht, weil hier hatte ich eigentlich eine Melonenpflanze hingesetzt vor einigen Tagen.
Die ist komplett weg. Da ist noch ein bisschen Grün über. Tja, wer weiß warum. Keine Ahnung. Also Frost war es definitiv nicht. Ja, schade. Muss ich mal gucken. Ich glaube, ich habe noch 2 Melonenpflänzchen. Da muss ich da Ersatz reinsetzen und hoffen. Aber ich habe ganz vergessen, hier in dem ersten Hochbeet, wo der Knofi steht, da habe ich auch noch eine Melone hingesetzt. Die sieht zwar jetzt auch nicht ganz so gut aus, aber die hat es überlebt. Da muss ich mal gucken, dass ich die hege und pflege und die es dann schafft. Ja, und hier, wo ich die Zwiebeln rausgemacht habe, habe ich dann eigentlich auch noch Platz. Ich glaube, da setze ich dann die andere Melone noch hin, die ich noch habe. Und ja, mal schauen, ob das was wird dieses Jahr mit Melonen. Übrigens Melone Charente, die ist nicht ganz so mächtig. Ist eher eine kleine Melone und die wird ja nicht extrem viel Platz einnehmen. Ja, hier sind auch noch mal Tomaten. Dann habe ich hier hinten den Grasschnitt hingemacht. Und da habe ich Kartoffeln reingesetzt, weil ich das durch Zufall mal gemacht habe. Und ja, da waren die Kartoffeln echt super gut. Mal schauen, ob das was wird hier. Da ist noch ein Kürbis. Der hat hier reichlich Platz zum Wachsen. Weil da drüben ist nichts weiter angepflanzt, da sind nur 2 Birnbäume. Und halt Himbeeren, da hat die Melone, ach, da hat der Kürbis genug Platz. Der Kirschbaum, der hängt wie jedes Jahr wieder voll, richtig voll. Es gibt wieder eine reiche Ernte. Die Hühner haben im Herbst die Fruchtfliegen, Maden unterm Baum weggepickt. Da kann ich davon ausgehen, dass ich wieder viele schöne Kirschen habe ohne Maden. Und hoffe, dass es eine gute Ernte wird. Hier der Jasmin, der ist wieder voll mit Läusen. Wirklich voll, voll, voll mit Blattläusen. Und wie jedes Jahr lasse ich es einfach so, weil ich aus Erfahrung weiß, die Feinde der Blattläuse sind bald da, Marienkäfer und so weiter. Und dem Baum wird es gut gehen. Sieht zwar jetzt schlimm aus mit den Blattläusen, aber die Natur wird das schon regeln. Ja, ich könnte euch noch viel mehr zeigen, aber das wird den Rahmen sprengen für heute. Ja. Ich werde gleich auf jeden Fall noch die Rose, die da steht, nach hinten binden, das nach hinten binden, so dass die wieder am Zaun lang wächst. Also noch genug zu tun heute. Ja, in dem ersten Video, ich glaube es war im ersten Video, habe ich ja mein Blumenbeet schon gezeigt und sagte, es dauert nicht lange, dann ist der ganze Boden wieder bedeckt mit den Bodendeckern. Und so ist es jetzt auch. Alles bienenfreundliche Sachen. Es fängt an zu blühen. Und ja, es ist eine grüne Oase. Und hier ist immer irgendwas, was blüht. Und auch hier brauche ich mich kaum noch drum kümmern. Ich mache einmal im Frühjahr Pflanzen weg, die ich da nicht haben möchte. Und viel mehr Arbeit ist hier eigentlich nicht mehr. So, ich verabschiede mich, danke fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.